So, aber erstmal mache ich hier die Kohle platt. Wenn hier schon so offen das Zeug hier rumliegt, dann muss ich mir das fast holen. So, schwimm hoch. Danke. Gut, dann haben wir das auch schon. Ja, dann haben wir die schon mal hier rausgeholt. Den Rest klatsche ich hier mit Erde zu. Ich habe ja noch ein bisschen was. Das Loch letztes Mal war nicht so ertragreich oder nicht so hungrig wie sonst immer. Da ist ein bisschen was übrig geblieben. Und das füllen wir hier gemütlich auf. So. Dem Schaf muss ich natürlich auch noch die Möglichkeit geben, hier wieder aus dem Wasserbad hier zu entfleuchen. Deswegen muss ich hier erstmal so arbeiten. Und dann das Ding hier schon langsam rausbauen. Also das Schäfelein. Ich habe doch ein Herz für Tiere und das muss hier konsequent durchgezogen werden. Ich hoffe, mir reicht auch die Erde. Wäre schade, wenn nicht. Ja gut, ich kriege sicherlich auch eh wieder welche zusammen, ein bisschen Erde. Wenn ich denn dann den Boden aushebe und so ein Zeug, das ist doch klar. Ja, so ein Zwischengebäude. Ich habe mit dem was vor, verrate ich aber noch nicht was. Dann könnt ihr da mal munter in den Kommentaren raten, was für eine Art Gebäude es werden wird. Es ist auch so eine Möglichkeit, wieso nicht? Ratet einfach munter. Vielleicht errät es ja einer, wäre ja auch lustig. Es ist immer recht schön. Also, da kann man sich freuen. Und ich sag, ich schreibe dann auch drunter, wenn es richtig ist. Wenn es falsch ist, schreibe ich falsch. Wenn es richtig ist, ist es richtig. Dann schreibe ich das auch so drunter. Weil so ein kleines Ratespiel nebenher für euch, boah, wieso nicht? Kann man ja auch mal anbieten. Wollte ich einfach mal anbieten. So, na du Schäfchen, kommst du hier wieder nicht raus? Warte, ich helfe dir. So, jetzt kannst du trocken den Fußes hier mal rauskommen. Komm raus da! Ach komm. Da musst du verrecken, wenn du hier nicht raus willst. Oh, rohes Hammelfleisch. Cool. Endlich bringen Schafe auch mal was zum Essen hier raus. Es hilft natürlich am Anfang von Minecraft immer, würde ich sagen, sehr, 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 sehr gut. Das ist ja. Am Anfang hast du echt ein Problem, wenn du kein Schwein findest oder sonst was. Was willst du fressen? Ein Schaf musst du sowieso töten, weil du die Wolle draus brauchst und dann hast du gleich mal effektiv Essen auch noch davon. Das ist schon mal super. Das kann sich sehen lassen. So, jetzt geht mir aber die Erde aus. So schön, schön langsam. So, Natürlichkeit muss hier noch nicht walten. Ich muss ja auch erstmal hier rausfinden, wo ich eventuell einen Weg hier rausmeißel. Hier würde sich anbieten. Hier so rüber. Ich brauche noch einiges an Erde. Merke ich gerade. So, jetzt brauche ich mal die Schaufel. Da ist er ja. So. Dann deute ich hier den Weg schon mal an. Dann geht es hier so rein. Hier dann ebenso. Jo, läuft. Ist jetzt nicht ein allzu langer Weg, aber es ist ein Weg. So, drei Steinziegel haben wir auch schon wieder am Start. Nur zwei. Wo ist der dritte hin? Ach, da ist er. Versteckt sich hier vor mir, der blöde Saftsack. So, jetzt brauche ich aber was zum Essen. Schon wieder mal. Alter, wie schnell mich immer hungert hier. Der Wahnsinn. Aber ich will hier den Weg fast noch ein Stück weiter hier ranziehen. So ungefähr. Oder? Ich habe ja hier immer einen Dreierabstand. Deswegen könnte ich eins. Eins, zwei, drei. Da kommt eins hin. Eins, zwei, drei. Dann dürfte das so passen. Dann kann da nochmal was dazwischen. Eins, zwei, drei. Fackel. Eins, zwei, drei. Fackel. Perfekt. Dann geht es hier so weit. Dann ist hier schon mal der Eingang am Start. Ich muss mir das irgendwie mal abstecken. Nee, muss ich nicht. So, muss ich nicht. Aber ich weiß, ich muss das hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen abtragen. Ein bisschen zumindest. Ich will hier
ein schönes breites Gebäude. Ich weiß noch nicht, ob Cleanstone oder Cobblestone. Bin ich noch nicht so bewandert, was ich jetzt machen will. Aber ich weiß, ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Schwarzeichen gefällt. Für was Schönes. So, man wird es auch wirklich schwer erraten können. Bin ich jetzt mal definitiv der Meinung. Wenn ich denn nun weiß, was ich mache. So, ich will auf jeden Fall. Ich mache hier schon mal die Schwarzeichen. Liegend. Ich wollte sie liegend. Jetzt brauche ich eine Axt auch noch. Scheiße. So, komm her hier. Ich will die hier schon mal liegend hier reinbauen. Na, liegend. Mann, mach's doch richtig. Hallo. Mach doch liegend. Das Gras stört, glaube ich. Ja, genau. Jedes Mal, wenn es auf einen Grasblock trifft, dann habe ich hier Probleme. So, deswegen mache ich das schon mal ein bisschen weg. Soll ein bisschen breiteres Gebäude werden. Da muss Platz hinter sein. Und natürlich Erweiterungsmöglichkeit nach hinten hätten wir auch noch. Das ist perfekt für diese Art von Gebäude. So, ich will hier schon mal so in die Breite gehen. So, dann bin ich hier ein paar Blöcke in der Breite. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir die Zähne voll. Hier so von der Breite her. Und hier dann ebenso. 1. Wo ist meine Schaufel schon wieder? Ich habe die weggepackt. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Dann läuft das so. Da habe ich mich da mal reingebuddelt. So, dann trage ich den Scheiß auch schon mal ab. So wie ich es erstmal gebrauchen kann. So, zack. Ja, läuft, läuft, läuft. Noch ein Thema, was ich ansprechen wollte heute eigentlich. So im aufnahmetechnischen Bereich. Ich bin so toll. Ich habe hier alles hier versteckt, dass ich hier nicht mehr sehe, was hier Sache ist. So, zurück zum Spiel. Jetzt geht's. Ich will ja auch wissen, wie lang ich aufnehme, damit ich da auch ein bisschen Überblick habe. Weil wäre ja schade, wenn nicht. Oh, ich werde mit Steinziegeln arbeiten. Mit Steinziegeln werde ich arbeiten, das ist schon mal sicher. Das ist, glaube ich, optisch die beste Entscheidung, was ich machen kann. Ja. Ja, wird gemacht. Das so läuft's. So läuft's. Ich weiß halt nicht, ob ich das heute fertigstellen werde oder nicht. Ich versuche mein Bestes, das hier irgendwie zu machen. Und vielleicht mit ein paar Päuschen oder so. Aber ich versuche es. Ich versuche es wirklich. Und setze mich hier heute so allein so lang wie möglich hin. Und baue hier einfach mal munter vor mich hin. Bis ich halt heute keinen Spaß mehr habe oder keine Lust mehr habe. So, jetzt muss ich alle Tiere in der Umgebung auf die Ebene bringen. Das ist ja auch so ein lustiges Unterfangen. Dass ich hier zumindest schon mal eine grobe Richtung habe. Dass ich hier schon mal was bauen kann. Ich könnte mir aber auch erstmal so einen Streifen bauen. Das mache ich dann, glaube ich, auch. Dass ich mir erstmal nur so einen Streifen baue, wo ich denn erstmal so hinbauen will. Aber da geht es eigentlich recht schön aus. Muss ich da mal gucken. Muss ich da mal gucken. Und hier das Loch mache ich auch gleich mal zu. Huch. Zu, habe ich gesagt. Na, muss ich hier so abtragen. Es wird schon wieder dunkel. Ich muss hier zurück. Ja, ja, ich wollte ja schon wieder ein Thema anschneiden. Ich war ja vorhin mit den Amis auch schon wieder im Disput. Also im Disput kann man nicht sagen, aber wegen Ebola-Kranken. Das war eigentlich die letzte Folge. Letzte Folge darf es gewesen sein. Ja, mit Ebola. Eine ansteckende Krankheit. Eine ansteckende Folge, sowas. Ebenfalls
Mir fallen jetzt schon Folgentitel ein. Das ist auch nicht schlecht. Muss ich mir merken. Also, ich vergesse es ja sowieso wieder, aber hey, man kann es ja mal bringen. So, jedenfalls, ich war bei den Amis, bin jetzt nochmal bei den Amis. So, der Schulamoklauf schon wieder mal. Diesmal einer, der nicht irgendwie, ne, up the way ist mal von der ganzen Sache. Wie komme ich jetzt eigentlich ans Sand? Hab ich Sand abgetragen? Ich hab doch keinen Sand abgetragen. Ach, das war letztes. Ja, das war super. Ich habe hier aus Versehen die Windows-Taste erwischt. Kann man ja auch mal aus Versehen erwischen. Da war der Griff noch nicht so richtig. Der Schulamoklauf, so wollte ich anfangen. Wo ist mein Sand? Wo ist mein Sand? Wo ist mein Sand schon wieder hingekommen? Ja, so ein Schulamoklauf schon wieder bei den Amis passiert, das ist immer sehr blöd und kritisch. Was? Stufen? Wieso habe ich hier Stufen aus Steinziegel drin? Die kommen doch alle eins runter. Alter, bin ich blöd? So, jetzt aber. Steinziegelstufen. Steinziegel habe ich nicht so viel. Ja, aber ich kann mir einige machen. So, mache ich auch gleich mal. Oh, für das habe ich aber kaum Platz im Inventar. Das ist ein bisschen blöd. So, hier einfach mal reinbunkern. Ich mache mir jetzt erstmal Platz im Inventar, weil sonst geht da gar nichts. Ebenfalls bei dem Schul-Amoklauf ist das ein bisschen anders als sonst. Es war eigentlich keiner, der keine Freunde hatte. Also er hatte Freunde und nicht für sich zurückgezogen und keine Ahnung, was nicht alles sonst immer auf so einen Amokläufer zutrifft. Sondern ein gefestigter Mensch, der eigentlich nur den Drang hatte, jemanden zu töten. So sieht es zumindest bis jetzt für mich aus. Und ja, das ist dann schon krass. Schwarz einsetzen, habe ich noch einen. Perfekt. Ja, und es ist schon, ja, komisch, wieso dass der jetzt hier den Amoklauf fabrisiert hat und hier mehrere Menschen getötet hat. Es ist schon krass. Es ist immer hart, wenn irgendjemand ein so ein Schulmassaker macht, ist jedes Mal hart, aber das hat jetzt mal eine ganz andere Qualität, weil es halt einer war, der, wo man nicht hundertprozentig weiß, wieso hat er das jetzt gemacht. Am Ende wird sowieso den Computerspielen wieder zugeschoben, was eigentlich fast immer der Fall ist und das würde ich natürlich wieder mal blöd finden. Nicht nur ein bisschen blöd, sondern sogar sehr blöd. Wie viel Pflasterstein habe ich eigentlich? Einiges. Einiges habe ich hier am Pflasterstein. Ich habe dann, glaube ich, auf der Ding auch noch welche. Deswegen mache ich mir erstmal Steinziegel einige und dann brate ich noch ein paar Steine. Das wäre so eine Möglichkeit, weil dann komme ich hier wieder auf Vorrat und ich habe hier mal wieder Steinziegel am Start und das jede Menge. Dann darf ich eh schon wieder laufen gehen. Hier mal ein bisschen in die Verteilung. So. Ich mache jetzt meine Öfen voll, brutzel mir ein paar Steine. Ein paar gute Steine. Ja. So ein Schulamoklauf, das ist schon immer krass. Was denkt ihr dazu? Was wird ihn vielleicht bewegt haben, dass er das gemacht hat? Keine Ahnung. Wollte nur mal gefragt haben. Ist halt immer sehr dramatisch. Ich fühle auch mit den Hinterbliebenen mit. Es tut mir echt leid. Sowas sollte nicht passieren und sollte nicht passieren. Das ist immer eigentlich recht, ja, wie soll ich sagen, einem hart ankommt, wenn sowas passiert. Es ist halt doch irgendwo scheiße. Einfach nur scheiße. Wenn man einfach andere Leben hier so zerstört, nur weil man Bock drauf hat, das ist schon, ja, einfach nur mies.
Es ist einfach keine Lösung. So eine Diskussion kann man ja doch immer irgendwie starten, dass man hier, ja, dass man mit ihm redet, mit dem, wie man jetzt unbedingt ein Problem hat. Man kann doch in der Welt alles ausreden und nicht nur, ja, einfach die rohe Gewalt sprechen lassen.